Okay, endlich schaffen wir es, ein Spiel zu starten. Goku hat uns echt eine Weile lang nicht gelassen. Das war dieser verrückte Bug, wo dann steht, Spiel startet und dann startet es doch nicht. Jetzt geht's los. Ich sehe schon, er hat einen 5-2er-Start. Holt sich nicht den Münzer. Ich finde ja Münzer knappe immer ziemlich gut. Stattdessen Banditenlager. Banditenlager Courtyard ist natürlich gut. Und allgemein Big Money Courtyard ist ziemlich stark. Und ich frage mich auch, was ich dagegen machen kann. Das Denkmal wird mir am meisten weiterhelfen, denke ich, mit den Siegpunkten, die man davon kriegt. Hier aufzuholen und ich hole mir selber ein Courtyard. Einfach weil Courtyard Big Money so gut ist. Und jetzt einen Workshop. Was ich mich frage, ob es sinnvoll ist, jetzt den Münzer zu holen, wo ich schon ein Denkmal habe. Ich denke mal, das könnte ich mir leisten. Die Frage ist, was hat er für einen Plan mit Workshop? Wirklich Big Money? Ich muss es ja nicht verstehen. Also klar, ich würde es gern verstehen, aber hier hole ich mir erstmal ein Silber. Nichts übersehen. Eine Möglichkeit, was zu entsorgen, außer mit dem Münzer, gibt es ja nicht. Market Square ist daher nicht ganz so sinnvoll. Hier kann ich mir ein Banditenlager holen. Ganz verstehe ich noch nicht, was er hier vorhat mit den ganzen Squares und Market Squares. Ein Courtyard muss ich auf jeden Fall spielen. Kann ich den hier zurücklegen und mir noch ein Banditenlager holen. In dem Fall sind die Dinger hier stärker als Gold, weil ich sowieso viele Aktionskarten habe und damit immer ein Gold kriegen kann. Monument. Will er wirklich eine Courtyard beendet Banditen kein Monument Engine aufmachen? Bin ich nicht so überzeugt von. Auf jeden Fall ist es sinnvoll, ihm die Banditenlager wegzukaufen. Jetzt nimmt er sich Silber. Zusatzkauf wäre natürlich auch mal nett, wenn ich mir da einen besorgen könnte. Da müsste ich aber mal eine schlechte Runde für kriegen. Ich denke mal, jetzt fange ich an hier mit Provinzen.
müsste ich mir dann mal einen Market Square holen. Okay, hat er kein Geld auf der Hand oder hat er sich die ganzen Spoils nicht einlösen wollen? Ist ganz nett, dass die ganzen Zeug hier den Shuffle vermisst haben, verpasst haben. Das sieht doch ganz nett aus. Ja, den spiele ich auch noch. Okay, schön. Noch ein Spoils. Denkmal. Und jetzt kaufe ich. Ich könnte auf 12, 15 kommen. Damit. Ich denke aber, es macht Sinn, sich hier nur eine Provinz zu kaufen und die aufzuheben. Man weiß nie, wann man sie noch braucht. So, wenn er sich an die gute alte vorletzte Provinzregel hält, dann darf er hier nicht die Provinz kaufen. Und generell darf er jetzt erstmal keine Provinz kaufen, jedenfalls kein einzelner. Und ich denke nicht, dass er hier Doppelprovinz spielen kann. Das sieht gut aus. Ich komme nicht auf Dings, aber ein Herzogtum kann ich mir kaufen. Das lässt mich zumindest erstmal in einer halbwegs sicheren Lage bleiben. Silber schon ablegen. Allerdings sieht der Zug jetzt recht gefährlich aus.
Spaceballs. Nein, wollte er nicht einlösen. Und er kauft Kupfer. Tja, das Banditenlager zurück. Werkstatt. Sich noch ein Courtyard. Kommt hier auf 4, falls er nicht noch ein Spoils in der Hand hat. Nee. Nomadencamp ist auch ein Pluskauf. Oh, sehr schön. Jetzt kann ich die letzte Provinz kaufen und noch einen Punkt machen. Mit dem Monument. Das ist ja nur die vorletzte Provinz, aber das ist schon mal ganz gut. Jetzt muss er hier Duchy Estate spielen und kommt damit in Reichweite, sag ich mal. Aber das ist hier egal, weil ich die letzte Provinz kaufen kann und endlich mal ein Spiel für mich entscheiden kann. Schön und hoffentlich geht's so weiter. Bis zum nächsten Spiel.